Hallo Freunde, es gibt eine neue dezentrale Exchange auf Cardano namens MinSwap und die schauen wir uns heute an. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen auf dem Cardano-Kanal. Mein Name ist Simon. Heute schauen wir uns die zweite große Decentralized Exchange auf Cardano an und das ist MinSwap. Die ist jetzt neben SundaeSwap die zweite, was wirklich einen professionellen guten Eindruck macht und deshalb schauen wir sie uns heute gemeinsam an. Das ist auch das erste Mal, dass ich mit MinSwap interagiere, deshalb starten wir sozusagen alle von Null. Gut, auf der Seite minswap.org müssen wir Enter App drücken, um dahin zu gelangen, wo wir hinwollen. Hier sehen wir schon, was auch eine Decentralized Exchange ausmacht. Für alle, die es nicht wissen, eine Decentralized Exchange ist eine Börse, die Blockchain-nativ ist. Das heißt, für Ethereum gibt es Decentralized Exchanges, wo man alle Coins, die auf der Ethereum-Blockchain existieren, tauschen kann. Und mittlerweile gibt es eben auch für Cardano Decentralized Exchanges, wo man alle Coins, die auf der Cardano-Blockchain existieren, tauschen kann gegen ADA-Coins. Der große Vorteil, man braucht kein KYC wie bei einer zentralen Börse, also bei einer zentralisierten Börse. Man muss sich nicht lange anmelden, man muss nicht die Identität bestätigen oder ähnliches. Das Einzige, was man braucht, ist ein Internetzugang und eine Browser Extension Wallet. In meinem Fall habe ich hier rechts oben die Nami Wallet bereits installiert und habe da auch ein paar Tokens drauf. Wichtig ist, bevor wir interagieren können, müssen wir noch das Collateral setzen auf 5 ADA. Das Collateral ist eine Sicherheitsfunktion. Falls wir mit irgendeinem bösartigen Smart Contract interagieren, dann kann dieser höchstens das Collateral, also diese 5 ADA, stehlen. Nur als Hinweis. So, wenn wir diese Wallet haben und auf dieser Wallet auch dementsprechend unsere ADA-Tokens drauf haben, dann können wir uns verbinden mit MinSwap über Connect Wallet. Dann wähle ich Nami aus und bin auch schon direkt verbunden. Es zeigt mir hier meine ADA Balance an. Die beträgt 421 ADA. So. Und jetzt will ich zum Beispiel Min Tokens kaufen. Dann gehe ich hier auf Min Tokens und habe hier die Möglichkeit, Liquidität hinzuzufügen zum Liquidity Pool oder zu tauschen. Wir werden jetzt in dem Fall tauschen. Und jetzt sage ich, ich will für 20 ADA Mint Tokens kaufen, dann berechnet es mir gleich, wie viel ich bekomme. Und hier unten habe ich auch die ganzen Vertragsvereinbarungen. Ich erhalte Minimum 77,26 Mint Tokens. Die Abweichungstoleranz, die Slippage ist 0,5%. Der Preiseinfluss, also wie groß das Slippage ist von meinem Trade und da er so klein ist, ist das ganz gering, 0,01%. Die Liquiditätsanbietergebühr, also das ist die Gebühr, die an die Liquiditätsprovider geht. Das schauen wir uns gleich an. Und dann noch dementsprechende Gebühren und die Route passt. Dann können wir tauschen. Da sehen wir noch einmal die Vereinbarungen, Tausch bestätigen. Dann werde ich verbunden mit meiner Nami Wallet. Hier sehe ich, dass mir jetzt die 24 abgezogen werden. Also die 4,2 sind ausschließlich Gebühren. Dann muss ich auch mein Passwort eingeben. Und Transaction submitted. Hier sehen wir, wie der Balken lädt. Und der erste Teil der Transaktion ist jetzt mittlerweile auch schon durchgegangen. Also ich habe jetzt nur noch 390 Ether drauf. Und die Mint-Tokens werden auch gleich kommen. Hier sehen wir oben, wenn wir auf Aufträge gehen, sehen wir den Auftrag, der ist noch gequeued, also in der Schlange, in der Warteschlange. Und jetzt schauen wir, wie lange das dauert. So, und jetzt ist auch schon durch. Das waren vielleicht 1 oder 2 Minuten. Wir sehen hier, meine Mint-Tokens haben sich erhöht auf 5092, meine ADA haben sich reduziert auf 391 und wir sind alle glücklich. Also funktioniert hervorragend, echt super. Wir können hier noch umschalten in den Dark Mode. Ist da Geschmackssache. Das nächste bei einer dezentralen Exchange ist, dass wir auch passiv
Geld verdienen können, indem wir Liquidität zur Verfügung stellen. Denn ganz kurz zusammengefasst funktioniert eine dezentrale Exchange so, dass es für jedes Token Bar, wie wir hier sehen, gibt es einen Pool. Und in dem Pool befinden sich beide Coins, also ADA Coins und Min Coins, hier bei dem ersten Bar. Und dieser Pool muss sich immer ausgleichen im Dollarwert. Also wenn ADA im Wert von 100.000 Dollar drin sind, dann sind auch Min im Wert von 100.000 Dollar drin. Wenn wir jetzt auch Liquidität zur Verfügung stellen wollen, dann können wir das ganz einfach machen, indem wir hier Liquidität hinzufügen. Dann sehen wir hier, können wir auswählen, welches Paar wir hinzufügen wollen. Ich nehme jetzt wieder Min und dann sagen wir 20 ADA, die ich gerade auch ausgegeben habe, entspricht 77,87 Min. Also wir sehen hier, es muss immer den gleichen Dollarwert ergeben in einem Pool, immer 50-50. Und jetzt können wir die Liquidität hinzufügen. Dafür muss ich wieder mit meiner Wallet unterschreiben und das Passwort eingeben. Und die Transaktion wurde wieder übermittelt und jetzt müssen wir wieder kurz warten. Während wir warten, bis die Transaktion durchgegangen ist, können wir uns gleich noch die SEP-Funktion anschauen auf MintSwap. Da müssen wir nicht zwei Tokens eingeben, sondern wenn wir zum Beispiel jetzt nur ADA in der Wallet haben, können wir auch auf SEP gehen und hier einfach nur unseren beliebten, also unseren gewünschten Betrag eingeben, zum Beispiel 50 ADA. Und dann ein Bar auswählen, sagen wir wieder Min und ADA. Und dann berechnet uns direkt, wie viel Liquidity Provider Tokens wir bekommen, also LP Tokens. Das heißt, wir müssen hier nicht beide Coins im Wallet haben, sondern es reicht, wenn wir nur ADA im Wallet haben, um Liquidität hinzuzufügen. Ist eine ziemlich coole Funktion, aber wir haben es jetzt bei unserem Beispiel anders gemacht. So, und jetzt ist unsere Transaktion durchgegangen. Wir sehen jetzt hier bei Your Liquidity, sehen wir, wir besitzen, boah, wie sind das, 39 Millionen LP Tokens. Mein Poolanteil ist natürlich extrem gering, also liegt bei unter 0,01%. Und jetzt besitze ich aber einen gewissen Poolanteil. Und wenn jetzt Leute tauschen auf dieser Decentralized Exchange, wenn sie hin und her tauschen, dieses Bar, dieses ADA Min Bar, dann müssen sie eine Gebühr bezahlen an die Liquiditätsprovider, wie wir am Anfang gesehen haben. Das beträgt hier 0,3%. Wie man hier sieht, LP Fee, 0,3%. Das heißt, bei jedem Trade geben die 0,3% ab an Liquiditätsprovider und das wird dann je nach Anteil vom Liquiditätspool an die Provider verteilt. Das heißt, ihr verdient da jetzt auch ein bisschen was mit. Ist zwar nur extrem wenig, was ich da zur Verfügung gestellt habe, aber das war jetzt auch nur für Anschauungszwecke. Gut, jetzt haben wir, wie man tauscht auf der Exchange, wie man Liquidität zur Verfügung stellt. Übrigens sehen wir jetzt auch hier in meiner Wallet, dass wir eben diese LP-Tokens haben. Das wird derzeit noch fehlerhaft angezeigt in der Wallet, aber das sind jetzt die LP-Tokens, die Liquidity Provider Tokens. Die kann ich dann auch jederzeit wieder rausnehmen und dementsprechend umtauschen in Min und ADA, wenn ich will. Das können wir uns auch noch schnell ansehen. Hier können wir das auch gleich wieder entfernen. Sagen wir 100% Liquidität entfernen. Dann müssen wir wieder unterschreiben. Und jetzt müssen wir wieder warten, bis die Transaktion durchgegangen ist. Also echt mega einfach zu bedienen. Das Tool gefällt mir extrem. Was noch fehlt bei einer Decentralized Exchange, was jetzt noch nicht bereit ist auf MintSwap, sondern erst ab 14. März, also in 5 Tagen, ist das Yield Farming. Ganz kurz erklärt, was ist Yield Farming? Wenn wir Liquidität zur Verfügung stellen für ein Trading Paar, dann bekommen wir zwar diese LP-Gebühr, also diese 0,3%,
Gleichzeitig sind wir aber einem gewissen Risiko ausgesetzt, nämlich dem Risiko des Impermanent Loss. Da gibt es eigene ganz gute Erklärvideos, was das ist, aber kurz gesagt, wenn die Preise unseres Paares sehr weit auseinander gehen, dann entsteht so ein mathematisches Phänomen, dass wir, wenn wir die Liquidität dann entfernen, so wie ich gerade gemacht habe, dann bekommen wir weniger raus, als wenn wir die Liquidität gar nicht zur Verfügung gestellt hätten. Und da das natürlich immer mal wieder vorkommen kann und diese Verluste gar nicht so gering sind, also oft sind das 10-20% sogar, wenn jetzt die Preise wirklich stark auseinandergehen. Deshalb gibt es auch das sogenannte Yield Farming, um diesen Verlusten entgegenzuwirken. Was man beim Yield Farming macht, ist, man nimmt die LP-Tokens, die ihr gerade gesehen habt, die 39 Millionen irgendwas, was ich da hatte, die nimmt man und stake die sozusagen auf der Plattform. Und durch das Staking bekomme ich dann von MintSwap zusätzliche Mint-Tokens, die eben diese Gefahr des Impermanent Loss ausgleichen sollen. Und was sie zu 99, also in 99% der Fälle auch machen. Und da entstehen dann eben diese extremen Returns, die man kennt vom Yield Farming, zwischen 50% und manchmal 200-300%, je nachdem, wie viel Liquidität das Tokenpaar hat. Aber wenn euch das noch interessiert, das Yield Farming, dann können wir uns das am 14. März noch einmal genauer anschauen. So, mittlerweile habe ich meine Liquidität auch wieder entfernt. Also es ist zurzeit, also mittlerweile ist die Skalierbarkeit von Cardano wirklich deutlich gesteigert. Wenn ich mich jetzt nur zurückerinnere an vor 2 Wochen, da hat das doch 10 bis 20 Minuten gedauert pro Transaktion. Also das ist so krass bei Cardano. Ein paar Schräubchen werden da gedreht und schon funktioniert die Blockchain wieder tadellos und perfekt. Also wirklich hammermäßig. Hier sehen wir jetzt wieder, ich habe jetzt meine Liquidity Provider Tokens nicht mehr. Dafür habe ich wieder meine MintSwap dazu bekommen und meine ADA dazu bekommen. Gut, Freunde, das war's soweit mit MintSwap. Mehr gibt es dabei eigentlich gar nicht zu testen oder zu erklären. Falls ihr trotzdem Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich beantworte sie euch gerne, soweit ich das kann. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, macht's gut, Leute. Servus.